Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit und der Postbote war bei mir in der Zeit, wo ich arbeiten war, hat bei meiner Schwester ein Paket für mich abgegeben. So, netterweise. Kommt nicht immer vor, aber öfters. Und zwar, ich habe hier die Glossy Box. Ich denke mal, das ist die Glossy Box. Young Box von Glossy, ja, die Glossy Box, Beauty Box für junge Leute, genau so. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und öffnen sie gemeinsam. So, die Box ist noch zu. Machen wir sie mal auf. So, ja, das ist die Glossy Box für Young, weil ich habe nämlich die Männerbox auch noch bestellt. Die müsste jetzt auch mal so langsam erscheinen. Denke ich mal. Keine Ahnung wann. So, und rausgeholt. So, hier haben wir sie. Die Glossy Box hat das gleiche Design wie letzte Mal. Ja, ich glaube, die haben sich für die Glossy Box da das für die Young Bucks das Design ausgesucht, weil es glaube ich schon die dritte in dem Design, die jetzt zu mir kommt. Ja, für alle, die nicht wissen, die Box kostet 10 € und erscheint glaube ich alle 3 Monate. Ich weiß nicht so genau, aber ich werde noch mal gucken in der Information. Und werde euch das unten einblenden, unten in die Infobox reinschreiben. So machen wir das. Ja. So, fangen wir einfach mal an. So, der Deckel ist ganz normal. Von innen drin sieht er so aus. So, eigentlich wie immer. Ja, so wie immer. So, lege ich mal beiseite. Das ist der erste Blick. Der erste Blick in die Box. Ja. Wie gesagt, die Box ist ja für jüngere Generationen. Und trotzdem, auch die ältere Generation kann sich daran erfreuen. So, ist ein ganz normaler Flyer, nicht so wie bei der anderen Box, ne? Ist nur so ein Papierchen. So, oh, ich habe hier irgendwie kein Klebi. Irgendwie ist sie falsch drin. Oder verrutscht, keine Ahnung. So, muss ich mal eben aufreißen. Aufreißen. Oder wir drehen das Ganze mal. Da ist der Klebi auch unten drunter. Falsch rum. Keine Ahnung warum. So. Ich glaube, in dieser Young Boxen sind immer 5 Teile drin. Ja, schauen wir mal. So, nehme ich das erstmal, was zur Seite gefallen ist. Oh, okay. Von Alverde. Naturkosmetik. Nagelaufbauserum. Das ist gut. Das kann ich gut gebrauchen. Gerade bei der Kälte draußen im Moment. Oder Kälte, Feuchtigkeit, wie auch immer, Trockenheit. Ja, ich glaube, wir werden das mal direkt ausprobieren. Ich werde das mal aufmachen. Hier sind irgendwie so grüne Kügelchen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche euch das mal einzublenden. Ja, so. Ich werde das mal aufmachen. Auf jeden Fall sind hier 10 Milligramm drin. Die Preise werde ich euch wie immer einblenden. Schwieg ich mal. Okay. Das riecht so ein bisschen nach Apfel. Habe ich die Meinung. Okay. Mal auf meinen trockenen. Im Moment sind nämlich meine eingerissen, meine Nägel, oh, nicht die Nägel, aber die Nagelhaut. Weil die zu trocken ist. Okay. So. Okay, auf jeden Fall ist das so gelartig. Ja. Schauen wir mal. 2-in-1-Serum pflegt Nägel und Nagelhaut. Die Feuchtigkeitsspenden der Rezeptur mit Koffein, Brennnesselextrakt und Aloe Vera aus kontrolliert biologischen Anbau sorgt für eine intensive Pflege. Okay. Aloe Vera ist gut. Okay. Das werden wir auf jeden Fall, werde ich das weiter testen und werde euch dann mal berichten, was das so gebracht hat. So. Dann haben wir hier eine Tuchmaske, eine Tuchmaske. Nein, das ist eine Luxusmaske von
Schevens heißt es, ne? Schevens. Ich lerne das nie. Ich kann mir das nie merken. Keine Ahnung. Ich habe aus Deutschland so oft das vorgestellt und ich kann mir das einfach nicht merken. Auf jeden Fall Gold, Champagner, Perlen für alle Hauttypen. Dermologisch getestet. Sehr gut. Wirksamkeit. Hyaluron. Hypoallergen. Auf jeden Fall. Ja. Mal ist es heute wieder für ein Video. Bin ich wieder nicht bei der Sache. Egal, wir machen einfach weiter. Oh, ich wieder. Ich glaube, aber die kostet 60 Cent. Ich glaube, die hatten wir letztes Mal auch schon als Goodie drin, ne? Ich glaube, das ist auch ein Goodie. So. Okay, jetzt haben wir hier was von Balu. Balu. Habe ich noch nie was gehabt. Ehrlich zu sagen, habe ich mir das noch nie geholt. Weil ich echt immer zu geizig war, 4 Euro auszugeben. Kostet, glaube ich, 3 Euro und so ungefähr. Ich guck einfach mal jetzt hier drauf. Ja, 3,95 Euro. War ich immer zu geizig. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich habe mir andere Sachen geholt, aber dazu war ich zu geizig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das gerne testen. Das ist, glaube ich, ein Duschschaum. Ja, ein Duschschaum. Okay. Silver Sparkly. Kann man leider nicht riechen, aber ich werde das jetzt einfach mal hier so drauf machen. Egal. Ich hoffe, dass das ein bisschen rauskommt. Ein bisschen, ja. Gegen ist so ein Schaum. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe jetzt nur ganz wenig genommen. Oh, das riecht, ich glaube, das riecht so nach Urlaub ein bisschen. Erinnert mich am Urlaub, wo ich in Tunesien war. Ich glaube schon. An meiner Sonnencreme. Ich weiß nicht. Okay, auf jeden Fall werde ich das testen. Wird auch gleich direkt bei mir in die Dusche lang. Und werde ich heute noch ausprobieren. Auf jeden Fall ist das Produkt vegan. Mal in Gemani. 75 Milligramm auf jeden Fall. Und die 75 Milligramm sollen tatsächlich 3,95 Euro kosten. Ich sag ja. Und im Geschäft sind die Döschen oder die Sprühflaschen noch größer. Ich glaube, deswegen habe ich das auch nicht geholt, weil das mir zu teuer war. Ich glaube, 5, 6 Euro die großen, ich weiß es nicht. Wenn die kleine schon 4 Euro kostet fast. So. Dann haben wir hier, was ist das? Aha, ist mal wieder nicht auf Deutsch drauf. Ich hasse es. Von Elgon auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Haarmaske. Ich glaube, das ist eine Haarmaske. Ich gucke mal eben in dem Flyer, ob da was steht. Erwecke deine Haare zum Leben und versorge es mit neuer Kraft, Glanz und Energie. Mit Hilfe dieser restaurierenden Maske. Das Geheimnis. Eine Haarmaske. Okay. Eine Haarmaske. Das können wir gebrauchen. Aber das kann ich leider jetzt nicht aufmachen und dann riechen, weil das verschlossen ist. Ich werde das auf jeden Fall im Aufbrauchvideo werde ich euch berichten. Ich denke mal, das hat so in der Richtung Blume. Blumigen Duft, denke ich mal, weil da auch eine Blume drauf ist. Auf jeden Fall ist da drin Algen, Kreatin, Aminosäuren. Okay. Müde aussehende Haare verbeugt. Für perfekt liegen und mit Feuchtigkeit versorgtes Haar. So. Ja, keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall testen, ist eine Haarmaske. Das ist nicht schlecht, das finde ich gut, das Produkt. So. Dann haben wir hier. Au, eine Blubber-Tuchmaske. Eine Blubber-Tuchmaske. Muss ich auch sagen, was zu. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe das schon öfters gesehen. Nicht eine Tuchmaske, aber es gibt ja auch richtige Masken in Dösken. Habe ich mal gesehen. Und das ist gar nicht mal so billig. So eine graue. Da war das ein Magnetdings. Magnetmaske. Ich glaube, so was ähnliches gab es, glaube ich, schon mal. Ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall werde ich die auch ausprobieren. Bin mal gespannt, ob das wirklich, ob man das merkt, wenn das anfängt zu blubbern auf der Haut. Auf jeden Fall ist hier Bambus drin, Aktivkohle und Gurke. So. Das ist nicht schlecht. Ich finde sowieso Tuchmasken besser als dieses andere Maskenzeug. Davon bin ich wirklich begeistert.
Das ist gut. Tuchmasken sind gut. Ich guck mal, was der braucht. Oh! Ich guck, hä? Wisst ihr, was diese Maske kosten soll? 7,95 Euro. Würde ich mir niemals so kaufen. Niemals. Never ever. Niemals. No, 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 no. Und dann bin ich zu geizig. Für eine Maske für 15 Minuten 7,95 Euro. Nee, da geht ein anderer für eine halbe Stunde arbeiten. Nee. Nee. So, das haben wir hier von Essence. Haben wir hier 8 Stunden Liquid Stift drin. Liquid Lipstick. 3 Milligramm. Okay. Ist natürlich in Rot, ne? Ich sag natürlich in Rot, weil wir haben ja Weihnachten und die meisten Produkte sind in Rot, ne? Okay, ich werde das mal trotzen. Obwohl, ich habe so viel. Ach, egal, wir müssen es testen. Okay? Es fühlt sich sandweich an, muss ich sagen. Doch, das fühlt sich sandweich an. Aber ich denke mal, dass er nicht eintrocknen wird. Ich lasse das jetzt mal so. Oder ich verschmiere das mal ein bisschen. Ich habe euch das doch gar nicht gezeigt, ne? Oh, der wird so schön schmieren auf im Dings. Das mag ich ja nicht, wenn die so schmieren, ne?